Ja, ich glaube, die Vorteile der Unternehmenskasse für den Arbeitnehmer, die sind relativ einfach. Stellen Sie sich vor, erstmal Verzinsung ab den ersten Euro an. So einfach wie ein Sparbuch. Der Mitarbeiter kann das leicht rechnen. 100 Euro, 2% Zins zugesagt. Nach einem Jahr sind es bereits 102 Euro. Nach zwei Jahren sind es 104 Euro. Kommt noch ein weiterer 100-Euro-Schein drauf, dann sind es eben 204 Euro. Das kann er leicht ausrechnen. Selbst wenn er ausgeschieden ist, kommt kein neues Geld dazu. Das alte verzinst sich weiter. Das kann jeder ganz einfach selbst rechnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Vorteil. Der zweite wesentliche Vorteil ist der 100%ige Insolvenzschutz. Der dritte Vorteil aus meiner Sicht ist, dass die Beträge vom Arbeitnehmer, die 100 Euro zum Beispiel, plus die Verzinsung, garantiert sind und durch die Garantie auch Insolvenz geschützt ist. Und der vierte Vorteil, dass fast kein Unternehmer gibt, der das Ganze nicht fördert. In der Regel großzügige Förderungen obendrauf, 30, 40, 50%, manchmal für Führungskräfte, für Leitende dementsprechend mehr, auch gestaffelt für die verschiedenen Gruppen. Also das heißt, auch eine großzügige Versorgung möglich ist durch die Verzinsung vom ersten Euro an, durch eine großzügige Verzinsung von 2% und durch den Arbeitgeberzuschuss natürlich deutlich mehr im Vergleich zur Versicherung vom Unternehmer auch leicht finanzierbar. In der Regel das 3- bis 4-fache, was erreicht wird für den Mitarbeiter nur im Durchschnitt. Und weiterer Vorteil, dass das Ganze natürlich auch variabel ist, das heißt auch mit Tantiemen, mit Baustein, mit Einmalbeträgen möglich ist. Ich glaube, das in dem Vergleich zur Versicherung ein ganz wesentlicher Vorteil, dass natürlich das eigene Unternehmen gestärkt wird, der Arbeitsplatz gesichert wird, in Sachwerten investiert wird und so weiter. Das ist darüber hinaus ein Vorteil, dass das Unternehmen gesund bleibt und krisenfest ist. Aber es ist doch eine Reihe von Vorteilen, die sich hier deutlich aus meiner Sicht von der Versicherung abgrenzen und was letztendlich auch zu hohen Akzeptanz und zu dem derzeitigen enormen, phänomenalen Interesse führt. So einfach muss man es einfach sagen. Ja, und zu den Nachteilen, da muss ich ganz ehrlich sagen, für einen Arbeitnehmer kann ich keinen Nachteil erkennen. Der Arbeitnehmer ist in jeder Hinsicht, in jeder Funktion besser gestellt als bei einer Versicherungslösung aus meiner Sicht. Es ist auch kein Nachteil, wenn der Mitarbeiter den Arbeitsplatz wechselt, dass er die Versorgung in der Regel nicht mitnehmen kann. Wenn der Arbeitgeber will, kann er es natürlich mitnehmen. In der Regel will der Arbeitgeber das Geld behalten. Also auch hier keinerlei Nachteil. Scheidet er aus, vielleicht nach 12 Monaten schon, bekommt er Abfindung. Auch hier kein Cent verloren gegangen. Er bekommt seinen 100-Euro-Schein und die 2 Euro Zinsen drauf. Das heißt, wenn er es einen Monat gemacht hätte und nach einem Jahr ausscheidet, hätte er 102 Euro. Das heißt, auch hier keinerlei Verlust, aus meiner Sicht keinerlei Nachteil.